Hallo Leute, und jetzt hier, Deckel auf, Doppelfaust, zweifach Faust, Soße rein, und, oh ja, und hier wieder eine Wende für euch, und Pizzaschneider, jawohl, er sägt sich zum Glück, Johnny's Pizza Weeks. So, Freunde, hallo Leute, ein Lappen in die Mitte, so, und nun wieder geboxt, jawohl, ihr Training ist alles. Und jetzt wird hier gewalzt. Ah ja, ein schöner Pizzateig. Kennt ihr ja noch aus den anderen Folgen? Das müssen wir ja nicht zum tausendsten Mal einblenden. Guckt's euch einfach an. Hier Blech mit Löchern drunter ist mal ein anderes hier. Johnny hat immer ein neues Blech für euch auf Lager. So. Jetzt lappen wir den so ein bisschen, dass er so außen rum hier. Wir haben nämlich noch was vor. Ja? Wir verstecken bestimmt noch mal wieder was im Rand. Extra. So, und jetzt hier Extras USA. Hier für euch zu sehen das Kehrblech Johnny Style. Oh ja. Ah, mein Gott, ist das ein geiles Ding gewesen. So, ich habe jetzt hier noch ein schönes hier Tupperdöschen. Nein, ich will mir nichts mitnehmen. Ich will was bauen. Oh ja. So, Käse. Chester McNasty Käse. Ah, jetzt spiele ich noch ein bisschen Tetris, aber gleich habe ich da keine Lust mehr drauf. Jetzt kommen hier noch ein paar Chilis rein, klein geschnitten, rote und grüne. Schärfegrad könnt ihr euch ja selber ausluchen, also auswemsen. Und dann immer wieder Käse-Chilis, immer reinlunzen hier in den Pott. So, hat man alles weggeballert. Ja, Mikrowelle hier, kleinen Deckel drauf hier, aber nicht zumachen, sonst platzt, ne? Full Power hier, ne? Ein paar Minutes. Und dann, wenn alles geschmolzen ist, dann haben wir so ein Gerät hier. Und der Deckel muss leider wieder drauf. Und ab ins Gefrierfach. So, ist der Käse hart geworden. Oder relativ hart, sagen wir mal so. Einmal drumherum stechern, stollen oder lunsen oder reinlümmeln. Und dann wämst sich das Ding da einfach raus. Oh ja, unser Chili Cheese ist fertig. Jetzt schneiden wir uns mal so 1,5 cm mal ab hier und dann ab und run damit. Oh yes. Jawohl, Freunde, es wird ein Chili Cheese Run. So, der nächste Lümmel her, komm her, ja. Oh. Ja, schön vorsichtig umgehen, ja. Nicht kleben bleiben. Der nächste, jawohl, ausgezeichnet und jetzt zack, und der Wunder, ein Stück da reingepulbelt hier. Und jetzt hier da den Teich drum wickeln hier, oder mit dem Käse ruhig geblieben, an der Hand, ne. So, da klebe ich wie jetzt, Freunde, ist eine kleine Schweinerei, aber macht Spaß. Oh ja, so, Freunde, ja, hier, ey, da fehlt noch ein bisschen Teich. Extra Teich hier, jawohl, hier, super Brett hier, wunderbar, und da drauf, Femsen hier, Lunsen, ja komm schon, ey, was macht die Lücke da, ja, ich hab's geschafft, na, noch ein bisschen nacharbeiten, hat man den Run geschlossen, irgendwie erscheint mir die rechte Seite ein bisschen dicker, aber egal, Freunde, mehr Käse ist immer gut, ja, und jetzt das Chili, ey, die dritte Hand hat da was reingeschoben. Wow, neuer Effekt hier. Ja, Chili Cheese aus Folge Chili Con Carne aus Folge 77. Hier drauf wimsen, da sieht man auch den Löffel da hier. Und den anderen Löffel sieht man da oben, wie da was reinkält. So, Freunde, ja, hat man das Chili Con Carne da verteilt? Der Käse nicht vergessen, oh ja. Johnny Max Käse und den Rand darf man nicht vergessen, sonst wird er zu trocken, ne? Kennt man ja von der Pizza, ne? Jawohl, und jetzt hier, Paprikas hier, jawohl, super. Schön da reinfeuern hier, klein geschreddert. Oh, die Chorizo, ja, Italian Chorizo Style, Spanisch, ne? Oder was auch immer, ihr kennt das ja, Chorizo. So, Freunde, wenn wir es als haben, Pepperoni-Salami nicht vergessen. Oh, yes, man. Ja, ein bisschen Fleisch muss ja drauf auf Johnny-Style-Pizza. So. Oh, Jalapenos, jawohl. Oh, das wird eine schöne Ladung. Freunde, ja, genau. Ist nicht ganz so gesund für den schmalen Fuß, aber ihr werdet es überleben. Und ein paar Tacos oben drauf, ganz genau, die ganz oben drauf backen.
Denn die sollen auch kross bleiben, jawohl. So, und wenn wir die hier ein bisschen belegt haben, ja, ein bisschen was crispy und nochmal eine Ladung Käse oben drüber. Das soll eine richtige Cheesy Crust Pizza werden hier. Chili Cheese, jawohl. So, wenn wir das jetzt hier haben, hier, komm schon, jawohl, das reicht ja wohl endlich mal hier mit dem Käse. So, hier Deckel auf, hier, drei Alukugeln haben wir schon mal unten reingelegt. Den Trick kennt ihr natürlich aus anderen Folgen, ne? So, und hinein damit, oh, jawohl, damit das Ding nicht auf dem Boden da festbrennt. So, Deckel drauf, jawohl, oh. So, sehr schön. So, wenn wir das jetzt hier haben, nach 15 bis 20 Minutes, Full Power natürlich. Oh, das sieht gut aus. Ich nehm's mal raus hier, das feurige Gerät. Oh, lecker, Mann. Oh ja, weil und hier ist so, wow, präsentieren die Rezept, die Zutaten, alles hier. Johnny Style Chili Cheese Crust Pizza. Yeah. Oh, und jetzt natürlich das Ansehen. Ihr kennt's vom Vorspann, aber ihr könnt jetzt endlich mal reingucken hier. Jawohl. Oh, der Rand ist eigentlich das Highlight. So, man sieht sogar noch ein bisschen Chili dran, Chili Cheese, aber ich drück nochmal drauf. Boah, da kommt mir alles raus, jawohl. Sehr lecker. Oh, Boys and Girls, ne, ballert's euch rein. Und wer nicht bis nächste Woche warten kann, der lunzt sich die Lasagne rein, oder hier. Ein weiteres Highlight unten drunter. Jawohl. Oder abonniert, hey, wieso abonniert er nicht? Aber wir können es auch sein lassen. Ciao, Freunde!